Gut, genug gewartet. Daniel, los geht's, bitte. Na gut. Wie soll ich anfangen? Ich habe jetzt die Zeit genützt, die letzten 2 Wochen, weil mich diese Polyvagaltheorie einfach interessiert hat und habe nicht jetzt in übertriebenen Sinn mich damit beschäftigt, aber einfach so ein bisschen nachgelesen, wenn ich Zeit gehabt und wollte einfach andere Menschen, die auch im gleichen Bereich tätig sind, irgendwie befragen, ob sie Wissen, Ideen, Ansätze in diesem Bereich haben und kann aber auch schon, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich fange einfach einmal damit an, dass ja diese Theorie darauf beruht, dass man ja 3 unterschiedliche oder eigentlich 5 unterschiedliche, ich nenne es ganz plump, Stresssysteme hat. So dieses System vom vorderen Vagus, vom hinteren Vagus und vom sympathischen Nervensystem ist einmal global gesagt, die unterschiedliche Funktionen bei uns erfüllen und eben dann so Subsysteme, die Verbindung oder Überschneidungen beinhalten. Und dem werden ja dann immer wieder Nerven zugeordnet, wie zum Beispiel der Vagus, eh schon genannt, mit seinem begleitenden Nerven im Glossopharyngeus oder Trigeminus und der Accessorius und der Facialis, die werden halt alle so dem anterioren, diesem Kommunikationssystem, diesem Engagementsystem zugeordnet. Nein, ich muss jetzt ein bisschen das Ganze anders anfangen. Wir menschliche Lebewesen sind damit ausgestattet, dass man einfach ein drittes System der Stressbewältigung haben oder des Überlebens, sagen wir mal so. Das heißt, Viecher zum Beispiel, die haben halt diesen Kampf- oder Fluchtmodus unter Stress, wie Raubtiere zum Beispiel. Dann gibt es welche, so die von den Raubtieren gejagten Viecher, wie Antilopen zum Beispiel, die ist zuerst drinnen in diesem Fluchtmodus oder in der Fluchtmodus. Und wenn sie dann vom Löwen gefangen wird, dann geht sie in diesen hinteren Vagus, also in dieses Aufgeben, in dieses, der Puls fährt total runter und man bewegt sich nicht mehr, ist fast in so einer Art Synkope drinnen, dieses Viech, damit es für den Angreifer nicht mehr interessant ist. Das sind so die 2 Hauptsysteme und wir als menschliches Wesen haben uns dann nur ein drittes System angeeignet, das eben das Kontaktsystem, dieses soziale Engagement, diese Kommunikation, Freundschaft, die über den vorderen Bereich des Vagusasts funktioniert. Und was mich da so interessiert an diesem gesamten System ist diese anatomische Zugehörigkeit, Diana. Also der vordere, also ich habe in meinem Kopf immer gehabt, linker, rechter Vagus, die kommen aus dem Hirnstamm, habe mich nie genau gefragt, woher aus dem Hirnstamm. Mittlerweile weiß ich, dass einfach aus einem anterior Nucleus einfach der vordere Vagus kommt und aus einem posterioren Teil diese parasympathisch afferenten Fasern kommen, die viszeroafferenten, eben direkt beim vierten Ventrikel davor liegend. Und die aber ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Das hat mir nie irgendwer gesagt. Das weiß ich erst seit, ich habe es so halb gewusst, aber noch nicht so ganz. Und dass die unterschiedliche Funktionen haben. Ich lasse jetzt einfach mal kurz das so. Vielleicht kann irgendwer was sagen. Soll ich antworten? Ja, falls ich schon eine Frage gestellt habe, ich weiß, aber ja, bitte, irgendwie. Okay, prinzipiell. Diana, du bist ein bisschen laut. Kannst du das Mikro ein bisschen weiter vom Mund weggeben, bitte? Besser. So ist super. Danke. Okay. Prinzipiell, wenn wir über diese ganze Sympathikus-Parasympathikus-Geschichte sprechen, glaube ich, es ist gut, es noch einmal kurz von vorn aufzurollen, damit alle wissen, was es geht. Und das ein bisschen zu ordnen. Evolutionstheorie, oder sagen wir so, früher hat man geglaubt, es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus, die zwei sind Gegenspieler. Der Sympathikus ist eher für Fight-and-Flight-Reactions, das heißt in Stressreaktionen.
Und der Parasympathikus ist für Rest-in-the-Chest-Reaktionen, das heißt, wenn ich mich dann beruhige und wann alles ruhiger wird. Und die zwei sind Gegenspieler zueinander. Später ist man dann draufgekommen, eigentlich spielen sie aber zusammen, das heißt, sie sind nicht wirklich gegenläufig zueinander, sondern sie ergänzen sich. Das heißt, in Wirklichkeit ist unser ganzes Leben nicht entweder Stress oder Rest in Digest, sondern immer irgendwo auch dazwischen und je nachdem, wo wir uns gerade befinden, ist eben so und so viel Prozent eher sympathisch und so viel Prozent unseres vegetativen Nervensystems eher auf Parasympathikus. Und die zwei agieren miteinander, um eine bestmögliche Adaptation zu finden an die Außenwelt und an die Aufgaben, wo wir gerade sind. Und der nächste Schritt war dann, dass der Stephen Porges die Polyvagaltheorie ins Leben gerufen hat. Und die Polyvagaltheorie ist auch ganz gut unterstützt anatomisch. Das heißt, er hat gesagt, in Wirklichkeit sind nacheinander evolutionsbiologisch und im Laufe der Zeit und im Laufe der Entwicklung drei Adaptationsmechanismen entstanden über die Jahrtausende hinweg. Und das Erste, das entstanden ist, war eigentlich eine parasympathische Reaktion. Und das ist die Freeze-Reaction. Und diese Freeze-Reaction wird vermittelt durch Nerven, die unmyelinisiert sind, also vagale Nerven, die unmyelinisiert sind und die vom hinteren Kern des Nervus vagus, nämlich vom Nucleus dorsalis nervi vagi kommen. Und das vermittelt dieses typische Einfrieren, was niedere Tiere auch haben, wo man dann sagt, okay, sie sind nicht schnell genug, um wegzulaufen, aber was sie machen können ist, weil die meisten Jäger kein Aas fressen, weil sie es einfach nicht vertragen, weil das meistens bakteriell überwuchert ist. Und wenn sie sich aber so stellen, als wären sie schon lange tot, dann wären sie eventuell auch von diesen Jägern nicht gefressen. Das heißt, was müssen die machen? Die müssen die Herzfrequenz runterfahren, die müssen den Stoffwechsel runterfahren, die müssen die Atemfrequenz runterfahren und das machen sie alles und das macht eben dieser Vagus. Die zweite, das hat lange Zeit funktioniert, dann ist alles ein bisschen schneller geworden und in der Evolution hat sich das Rad weitergedreht und es war irgendwann nicht mehr genug und das nächste, was passiert ist, ist, dass der Sympathikus entstanden ist oder sich entwickelt hat oder die sympathische Reaktion. Und der Sympathikus, das wissen wir eh alle, das sind eben die Zentren, die großteils vom Hirnstamm eben weggehen eigentlich, das ist der Locus coeruleus oder im Hirnstamm selbst, die deszendieren die Fasern dann in das Rückenmark, das thorakale Rückenmark und von dort gehen es dann zwischen TH1 und L2 raus in die Peripherie und innervieren mir eben meine peripheren Organe, beziehungsweise auch die Blutgefäße und die Piloerektion und die Schweißdrüsen und so weiter, machen eben eine Flight Reaction. Erklärt sich eigentlich von selbst. Und das Letzte, das entstanden ist, ist dann im Zuge der Herdenbildung, wo es dann nicht mehr funktioniert hat, dass ich dauernd flüchte, wenn ich im Stress bin oder nicht andauernd kämpfe, wenn ich im Stress bin. Es wird heute auch nicht mehr funktionieren, wenn ich sage, ich bin im Stress, ich arbeite in einer Firma und ich habe irgendwie ein Problem mit meinem Chef, kann ich auch nicht sagen, entweder lege ich meine auf oder ich renne jedes Mal davon. Also brauche ich irgendeine andere einen anderen Coping-Mechanismus. Und der letzte Coping-Mechanismus ist eben dieses Social Engagement. Und dieses Social Engagement wird jetzt wiederum von parasympathischen Fasern gemacht oder generiert und diese parasympathischen Fasern sind jetzt myelinisiert, alles was myelinisiert ist, ist meistens später entstanden als alles was unmyelinisiert ist und diese myelinisierten Fasern starten jetzt vom vorderen Vaguskern, vom Nucleus ambiguus weg und gehen ebenfalls in die Peripherie und diese Fasern führen dazu, dass wir ruhiger werden, dass wir runterkommen, dass wir ein bisschen einen langsameren Herzschlag haben und dass wir uns entspannen. Und durch dieses Entspanntsein können wir besser bonden mit anderen, können besser wirklich in Beziehung gehen mit anderen und können auch wirklich unter Anführungszeichen leichter gemocht werden. Dadurch habe ich eine bessere Stellung in
meiner Gesellschaft, in der Society sozusagen, und habe dadurch Vorteile. Das ist es im Großen und Ganzen. Danke, Diana. Sag, hast du eine Kamera, die du zuschalten könntest? Dass ich nicht so allein da bin wie ein Bild. Sehr schott. Danke. Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Aber ich habe ein Bild, das ich da irgendwie schicken könnte, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen vereinfacht. Weil nur reden ist, glaube ich, ein bisschen schwer zum Mitdenken. Du kannst deinen Bildschirm teilen. Ihr habt hier die weiße Fläche und darunter rechts, ich mache dich zum Presenter. Ich glaube, das wird dann kenne ich mich besser aus. Zum Präsentator machen. So. Und wenn du jetzt solltest du hier rechts unten neben der Kamera, neben dem Kamerasymbol bei den blauen Kreisen, die Möglichkeit haben, deinen Bildschirm zu teilen. Und wenn da jetzt gerade eine Darstellung auf deinem Bildschirm ist, sollte warte, ich suche zuerst kurz die Darstellung aus. Das Programm ist so vorsichtig, dass es dir die Fenster, die offen sind, vorschlägt und dich fragt, ob du wirklich welches davon du veröffentlichen willst. Ja, ich bin nur am Suchen von dem. Nein. Hab's geil. Aber einstweilen. Daniel, willst du dabei was sagen, während die Diana sucht? Ja, was nämlich für mich dann zum Beispiel so ein Punkt ist, es wird ja dann oft für dieses soziale Engagement, dem wird ja nicht nur der Vagus zugeordnet, sondern indirekt auch der Trigeminus, der Facialis, der Glossopharyngeus und der Accessorius, eben aufgrund dessen, weil man ja in diesem sozialen Engagement auch die Gesichtsmuskulatur und die Mimik braucht, wo man dann einfach ablesen kann, wie die Stimmung eines jeden ist, beziehungsweise den Trigeminus für die Verbalisierung und natürlich auch fürs Hören, weil Vagus, der Facialis und der Trigeminus wird dann auch verantwortlich sein für den Stapedius und für den Tensor Tympani, dass die einfach die auditive Aufnahme stattfindet. Der Accessoire ist natürlich für Kopfbewegungen, aber wie können wir, meine große Frage ist, wie lässt sie, ich habe die andere Frage zuerst noch, diese anatomische Teilung mit dieser Entstehung später und früher, zeitgeschichtlich und myelinisiert und nicht myelinisiert und diese unterschiedlichen Ursprungsorte, kann man das dann irgendwie auch so sagen, kann man so einfach sagen, dass einfach Teile vom linken Vagus und vom rechten Vagus sowohl posteriore als auch altantere Vagus sind? Oder ist der linke eher so? Nein, das hat mit links und rechts genau gar nichts zu tun. Okay, das heißt, im normalen linken und rechten Vagus sind beide vorhanden, die sie dann einfach mitten des Öffnungs einfach aufteilen in anterior und posterior. Genau, das ist überhaupt seine Sache. Du hast links und rechts alle drei Vaguskerne, dann kommt der Vagus, geht durch die Schädelbasis durch, kommt links und rechts in die Vagina carotis, geht runter, kommt in das Mediastinum und im Mediastinum geht er ein bisschen nach hinten, nach posterior, um den Esophagus und hier bildet er der linke und der rechte, den Plexus oesophageus. Ja. Das heißt, dass ich hier die linken und die rechten Fasern vermischen. Und wenn ich dann meinen vorderen und meinen hinteren Vagus habe, also Truncus vagalis anterior und posterior, kann ich nicht mehr vom rechten und vom linken sprechen. Achso, das heißt nach dem benannt, wo sie im dorsalen esophagealen Bereich sind. Genau, weil im Endeffekt. Die anterioren gehen ja ein bisschen nach unten, weil man hat ja doch einen Unterschied zwischen superioren und inferioren oder subdiaphragmalen und dass man das so teilt, weil der antere Vagus ja eher so im Thorax sich abspielt. Mit Herz, mit Lunge. Naja, würde ich nicht sagen. Nein, würde ich nicht sagen. Nummer eins, eben um das jetzt kurz aufzuspragen, Nummer eins, der anteriore Vagus und der posteriore Vagus entsprechen nicht dem linken und dem rechten. Das höre ich relativ oft, was aber ein Fehler ist, weil ich habe zuerst die Plexusbildung, damit sich diese Fasern vermischen können und damit ich nicht mehr einen linken und einen rechten habe. Und der anteriore ist
vor dem Magen und verteilt sich noch auf dem Magen, geht ein bisschen zu, und verteilt sich im Oberbauch nur ein bisschen mehr. Der posteriore, der Truncus vagalis posterior, ist hinter dem Magen und dann schon relativ nahe der Aorta. Das heißt, vor allem der posteriore versorgt mir dann den Plexus celiacus und den Plexus mesentericus superior. Das ist der Unterschied zwischen Truncus anterior und posterior. Nicht zu verwechseln mit linken und rechten Vagus. Okay, gut. Das war mir nämlich wichtig, weil das habe ich nicht auf die Reihe gekriegt im Kopf. Ja, klar. Ist auch schwierig. Und nur das Zweite, jetzt, weil wir schon da so weit unten waren, wenn jetzt der Vagus da nach unten geht, es wird ja zum Beispiel zur Niere, das ist auch so ein leidliches Thema in meinem Kopf. Das ist ja die Niere ist von ihrer Lage nie wirklich in diesem Gebiet des Vagus drinnen, von der Embryologie. Ich hoffe, ich rede das kann falsch aus, aber ich glaube, das ist schon. Ja. Also diese Stressreaktion ist ja nierengebunden. Also dieses ganze Adrenalinsystem eigentlich, was einfach stattfindet in einer Stressreaktion, wenn der Sympathikus aktiv wird. Okay, das ist es natürlich, ist dort die Entstehung, also die Nebenniere ist natürlich, also das Nebennierenmark ist ja dem Parasympathikus zugeordneter, aber wie das dann, das habe ich mir selber beantwortet. Okay. Das habe ich schon fünfmal so gehabt, dass ich da einig geredet habe und während dem Reden ist mir wieder eingefallen, dass ich es ja schon mal verstanden habe. Na gut, sorry. Ist es für alle klar, die gerade zuhören? Oder gibt es Fragen? Das wäre jetzt eine Gelegenheit, Daumen hoch zu zeigen mit dem Status. Ah, Birgit, du hast eine Frage. Die Birgit hat da auch noch eine Frage. Ja, bitte. Einfach das Mikro einschalten. Grüß dich, Birgit. Ja. Hallo. Ja, hi. Ich habe eine Frage. Und zwar, stimmt das, also der Porges hat diese Theorie einfach theoretisch aufgestellt. Er hat da nicht seziert und aus dem Schluss gefolgert, sondern es war eine theoretische Idee. Stimmt das? Ja, stimmt. Okay. Und die zweite Frage zur Polyvagaltheorie war noch, ich habe jetzt schon in verschiedenen, also zwei oder dreimal in Artikeln gelesen, dass die Polyvagaltheorie auch kritisiert wird. Mir hat sich noch nie eröffnet, warum sie kritisiert wird oder was der Punkt ist, den man an ihr kritisiert. Ehrlich gesagt, also ja, es ist eine Theorie, aber im Endeffekt ist die Sympathikus, Parasympathikus, Antagonisten oder Synergisten Theorie auch eine Theorie. Seziert in dem Sinne hat er nicht, aber per se gibt es die anatomischen Punkte, die ich vorher alle besprochen habe, die wir wissen, wo rennt der Parasympathikus, wir wissen, welche Nuklei hat der Nervus vagus, wir wissen, wo rennt der Sympathikus, wir wissen die verschiedenen Funktionen von beiden, also diese Anatomie-Physiologie-Verbindung. Es gibt ganz gute Grundlagen, zum Beispiel auch vom Jenik, ausgezeichnet sogar. Und wenn man die Dinge hernimmt und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ich habe noch nicht wirklich viel gefunden oder eigentlich bis dato noch nichts, das für mich wirklich diese Theorie oder die Möglichkeit dieser Theorie widerspricht. Und anatomisch ist es für mich stichhaltig. Es ist auch funktionell für mich stichhaltig und auch von der Psychologie her, die Psychologen arbeiten extremst viel mit der Polyvagaltheorie und erkennen die auch großteils an. Und auch für die ist es eigentlich nett und auch da ist es schlüssig und es funktioniert auch sehr gut mit der Polyvagaltheorie, zum Beispiel bei Posttraumapatienten zu arbeiten. Jetzt, danke mal. Und wie... Also ich denke mir die ganze Zeit, wie kann ich das am besten osteopathisch eingliedern, weil das ist ja doch ein System, was sehr, sehr viel über, also nehmen wir jetzt an, dass jemand traumatisiert wird und es ist ganz normal, dass er jetzt zum Beispiel in eine sympathische Reaktion geht, dann ist er im Anschluss wieder gesund, dass er wieder dieses soziale Engagement betreibt, damit diese Traumatisierung sich nicht festsetzt und lang verharrt. Oder nur schlimmer, dass er einfach,
Ja. Wenn du wirklich in ein Trauma gehst, dann bleibst du nicht im Sympathikus, sondern dann gehst du in den Dann gehst du unmyelinisierten nur Vagus und dann gehst du ins ja. Freezing. Und Ja, das ist auch genau. der Moment, wo normalerweise die Psychologen sagen, dass die Leute dissoziieren. Ja, Genau, dieses das ist Freezing gemeint, hat auch was mit einer ja. Das ist Dissoziation gemeint. meistens zu tun. Ja. Aber wann jetzt, wer da zum Beispiel festhängt, und das, es wird jeder sicher so jemanden schon mal gehabt haben und circa wissen, von was sich da alles dreht, oder das jetzt implementieren können. Wie hat irgendwer Gedanken, also ich habe für mich schon Gedanken, wie ich sowas behandeln werde oder was, an was ich circa denken werde, oder hat da irgendwer Ideen oder schon mal was ausprobiert? Weil ich habe jetzt ein Buch gelesen vom Stanley Rosenberg, der so Techniken beschrieben hat, wie er das behandelt, wie er wieder mehr Aktivität in diesem vorderen Vagusast reinbringt oder so. Ich habe da schon ein paar ausprobiert, einfach nur damit ich Selbsterfahrung sammle. Aber ich verstehe seine Übungen von vorn bis hinten überhaupt nicht, was er macht. Also ich kann mir das nicht herleiten mit Hirnnerven, wenn ich über Hirnnerven das Ganze aufarbeiten will. Was sind das für Ja. Übungen? Physische oder irgendeine Ja. Psychoübungen? Das heißt, die Grundübung ist ja wirklich schräg. Man legt sie am Rücken, dann hat man die Arme so seitlich vom Körper gestreckt, wie wenn man halt in so einer Macho-Sonnenliegen-Pose, dass man die Achseln bäumt, liegt am Rücken und schaut dann mit den Augen nur nach rechts und Danke, bleibt dann mit Trainspotting. diesem, hört's mir? Ja. Ja, bleibt dann mit dem Blick circa 20 bis 40 Sekunden nach rechts gerichtet, bis man zum Gähnen beginnt oder zum Seufzen beginnt. Also ich habe echt immer Vollgas gähnen müssen. Dann schaue ich wieder in die Mitte, dann schaue ich nach links. Und während dieser Zeit sind halt wirklich Dinge aufgetreten, die halt alle so diesem System zuordnenbar sind, diesem Social Engagement System. Das heißt, meine Augen sind geronnen, ich bin ruhiger geworden, mein Speichelfluss war anders in dieser kurzen Zeit, und ich kann mir die überhaupt nicht erklären, warum das Das so funktioniert, weil der Oculomotoris oder der Abduzens und die ganzen sind nicht in diesem System eigentlich erst einmal so vorgesehen von den Hirnnerven. Und wie dadurch mein, das so, ja, ich weiß nicht. okay, dann müssen wir ein bisschen ausholen. Die Techniken, die du beschreibst, kommen sicher von vom Brainspotting. Und das Brainspotting kommt von EMDR-Techniken. Und die EMDR-Techniken sind Techniken, die bei Kriegsveteranen und ich glaube bei Vietnam-Veteranen erstmals gemacht wurden oder ausgetestet wurden oder wie auch immer. Da geht es darum, und das sind psychologische Techniken. Normalerweise gehst du in irgendein Szenario hinein, irgendeine posttraumatische Geschichte, wo die Patienten richtig wo sie sich hineinspüren können und dieses Freezing haben, und wo es ihnen nicht gut geht. Und der Therapeut sitzt ihnen gegenüber und hat irgendwas in der Hand, meistens einen Stift oder einen Zeigestab oder irgendwas in der Richtung. Die Patienten müssen auf den Stab schauen, müssen aber den Kopf ruhig halten und dürfen jetzt nur die Augen bewegen. Und die Therapeuten fangen jetzt zum Wacheln an, also Links-Rechts-Bewegungen. 20, 30, 40 Mal. Und der Patient fängt an, frei zu assoziieren. Und nach diesen 20, 30, 40 Mal hin und her schwenken, bleibt der Therapeut mit dem Stift stehen und sagt, okay, was ist passiert? Und die Patienten müssen anfangen, gleich zu reden und erzählen, was für Assoziationen kommen sind oder was für Körpergefühle kommen sind oder was auch immer. Durch diese Augenbewegungen entsteht offensichtlich ein Umgehungskreislauf, wo sie in dieses freie Assoziieren hineinkommen können. Wie gesagt, ich würde aufpassen, ich würde das per se nicht mit Patienten machen, weil wenn da wirklich irgendeine posttraumatische Belastungsstörung dahinter steht und da ploppt irgendein etwas auf, was man als nicht ausgebildeter Psychologe in der Ordination nicht handeln kann, würde ich es nicht empfehlen. Und aus diesem EMDR heraus ist das Brainspotting entstanden. Und das Brainspotting hat die gleiche Idee dahinter. Allerdings ist es hier so, dass die Therapeuten diesen Stift nehmen und ihn eigentlich recht ruhig lassen und einmal nach links gehen,
Fragen, wird es mehr, wird es weniger, wird das Gefühl leichter, wird das Gefühl viel schwerer oder passiert irgendwas? Nach links gehen, nach oben gehen, nach unten gehen und da den Punkt suchen, wo es am schlimmsten ist sozusagen, beziehungsweise auch den Punkt suchen, wo es am leichtesten ist. Das heißt, im osteopathischen Sprachgebrauch wäre das in eine direkte oder in eine indirekte Technik hineingehen und dort eben frei assoziieren lassen, sprechen, was auch immer. Und auf das dürften die Übungen aufbauen, die du jetzt beschrieben hast. Okay, danke. Ich habe gar keinen Zugang gefunden. Also hätte man nur, was machen die da oder was soll das heißen? Aber das sind eher psychologische Techniken. Also Osteopath ist es eher so, dass ich sage, oder dass ich finde, du hast Sympathikus in einem, du hast in der Mitte einen Bereich, der ausgeglichen ist, dort, wo wir eigentlich hinwollen. Dann hast du drüber einen Bereich, der ist sympathisch und drunter einen Bereich, der ist parasympathisch, freezing. Und der mittlere Bereich wäre dieses Social Engagement, also dort, wo wir eigentlich hinwollen. Normalerweise in unserem Everyday Life sollten wir uns mit Wellenbewegungen irgendwo in diesem mittleren Bereich aufhalten. Ist der Patient eher drüber, das heißt eher in dem sympathischen, werde ich versuchen, ihn wieder runterzukriegen in dieses Everyday Life, in dieses Social Engagement. Das heißt eher mit ruhigeren Techniken. Das heißt, das kann ein Kranio sein oder langsame rhythmische Bewegungen oder irgendwas in der Richtung. Oder ich finde, das also auch, sind auch die Leute, die ganz gut tun würden mit Meditation zum Beispiel. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn sie aber jetzt nicht drüber sind, sondern drunter sind, sprich eher in dem Freezing, heißt das, dass ich sie ebenfalls wieder zurückbringen möchte in diesen mittleren Bereich, aber jetzt nicht unbedingt mit Techniken, wo ich sie noch mehr runterhole, sondern dann würde ich sie eher sozusagen ein bisschen anstupsen. Das heißt, das wäre jetzt nicht unbedingt der Patient, wo ich sofort mit einer Kranio reingehen würde, sondern eher im Sinne von wieder ATGO oder irgendwas in der Richtung, wo da eine Bewegung reinkommt, etwas in Richtung bewegend, ja. Kann auch jemand in diesem polyvagalen System, also kann es ja bei der Frage, aber eigentlich müsste das ja dann ergeben, weil gestern die Mone eben war, ich zwar nicht ganz gehört, aber wann ist wer zum Beispiel so eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel hätte, eine, die schon mit so Hypergeschichten abgeschlossen ist und wirklich nur mehr in den Hypo geht. Mhm. Und so jemand rein theoretisch dann auch den posterioren Vagus stimulieren? Dass der wirklich in so eine Depression reingeht. Obwohl das Hormonsystem eigentlich diese Ursache ist. Das würde dann eigentlich. Ja, und da ist eben jetzt der Schnittpunkt zwischen Psyche und Physis und das etwas diffizile Hormonsystem. Aber ja, es kann auch sein, dass der in eine Depression reingeht und dann bist du wieder in diesem neurologischen System drinnen und prinzipiell würde ich da auch eher anregend arbeiten. Aber da muss ich wieder dann schauen, okay, als Osteopath arbeite ich an der Ursache, das heißt, ursächlich ist da eher die Schilddrüse, schau mal eher die Schilddrüse an, schau, ob ich da irgendwo der obere Thorax-Apertur ein Problem habe, ob ich in der nervalen Versorgung der Schilddrüse ein Problem habe, schau mal die Spannungen von den Halsfaszien an und würde eher mal in der Richtung gehen, bevor ich auf das vegetative Nervensystem gehe. Das heißt aber eigentlich auch, wenn irgendwer mit diesen Hirnnerven ein Leiden hat, zum Beispiel eine Trigeminusneuralgie, wenn der so Gesichtsschmerzen hat und dieses Social Engagement nicht mehr wirklich ausreizen kann oder Probleme mit seinem Facialis oder beim Schluckakt oder bei Kopfbewegungen mit HWS-Blockaden immer wieder und immer wieder und immer wieder und dann verzweifelt dadurch, dass die auch diesen posterioren Vagus überdominant werden lassen oder zuerst den Sympathikus eigentlich. Warum? Wenn das so Gedankenspiele. Ja, weil, also der Typ hat das. Also ich habe das so herausgelesen, dass für ein Social Engagement nicht nur der vordere Vagus wichtig ist, sondern auch diese anderen begleitenden Fasern, diese eigenen Hirnnerven, wie zum Beispiel der Facialis, weil der ja für Social Engagement wichtig ist, weil man sofort jemanden im Gesicht ablesen kann, wie es abgeht, weil man dann als kommunikativer
liebender Mensch zum Beispiel, auf den sofort hingeht und den herausholen kann aus dieser Situation, weil man merkt, es geht ihm schlecht und es kommt dann wer und sagt, hey, soll ich was Unternehmer, bla bla bla, weil das wirkt ja dann eigentlich. Das sind verschiedene Sachen, die du, glaube ich, die wir kurz auseinander trennen müssen. Nummer eins, wer hat alle Parasympathie? Wenn du immer von den Hirnnerven sprichst, muss man, glaube ich, mal kurz unterscheiden, welche Hirnnerven haben wirklich jetzt parasympathische Fasern, und wir haben bis jetzt immer nur von zwei Anteilen vom Vagus gesprochen, nämlich von den efferenten Teilen vom Vagus. Aber es gibt auch afferente Teile vom Vagus. Und wenn wir von den jetzt müssen wir einmal das Ganze nur kurz ein übergeordnetes System machen. Ich habe den Sensomotorisch gibt es auch einen zweiten. Genau, nochmal. Das war eh das. Das hast du eh vorher schon gesagt, im vorderen Teil. Okay, ich hab den Parasympathikus. Und der Parasympathikus hat jetzt zwei Anteile. Ich habe einen kranialen Anteil und ich habe einen pelvinen Anteil oder einen sakralen Anteil. Okay. Und bei dem kranialen Anteil habe ich jetzt meine vier Hirnnerven, die eben auch parasympathische Fasern haben. Das ist der Dreier, der Oculomotorius, das ist der Facialis, das ist der Glossopharyngeus und das ist der Vagus. Er spricht immer nur vom Vagus, aber per se geht es da prinzipiell um den Parasympathikus eigentlich und über die parasympathischen Fasern. Mhm. Gut. Und dann Nummer eins, also wenn wir über die Hirnnerven sprechen, und du hast vorher gesagt, der Facialis und der Trigeminus. Der Facialis, Protoporinger, und der Trigeminus zum Beispiel mit der Gesichtssensibilität ist ja wahrscheinlich auch wichtig. Der hat zwar keine, du musst es aber unterscheiden. Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Und solange wir es nicht unterscheiden, kann man es nicht wirklich aufspragen. Und wenn sie nicht aufgespragelt sind, dann wird es nicht klar. Mhm. Okay. Gut, und jetzt kommt nämlich nicht nur Sympathikus, Parasympathikus, Afferent, Efferent, sondern jetzt kommt noch eine weitere Komponente hinzu, und das ist die Interozeption. Und die Interozeption, die Interozeption rennt jetzt über den Trigeminus. Ja, genau. Und die Interozeption sagt meinem Hirn aus, ob ich lache, ob ich weine, ob was auch immer. Also es ist die Rückmeldung über mein eigenes Gesicht. Ja. Und verstärkt mir meine eigenen Emotionen. Das heißt, Emotionen werden nicht nur im Kopf generiert, sondern sie werden auch im Körper generiert, entweder über Bauchgefühl, sprich über die Peripherie, oder auch über die Mimik. Diese interozeptiven Fasern, die mir eben jetzt die Stellung meines Gesichts, meine Musculus Risoris und so weiter abnehmen, geben Rückmeldung an das Hirn, und das Hirn detektiert mir jetzt, dem geht's gut oder dem geht's nicht gut oder der lacht oder der ist traurig oder was auch immer. Und diese Polyvagal... Das habe ich. Das Wort hat mir gefällt. Die Interozeption, oder was? Ja, weil ich nicht gewusst habe, was da drin gegeben ist, also weil er ja doch indirekt einen Teil, so indirekt Fasern zum Pterygopalatinum Ganglion hat, habe ich mir gedacht, vielleicht, dass das ist, aber die Interozeption ist viel kleiner. Es geht nur um die Interozeption. Und die Interozeption ist in Wirklichkeit der afferente Schenkel. Ja. Und Sympathikus und Parasympathikus sind der efferente Schenkel von einem System. Mhm. Das ist auch zum Beispiel was, wenn wir also aus Debatten arbeiten und wurscht wo im Körper wir arbeiten, und wenn wir das Gewebe verändern, verändern wir die Interozeption. Und über diese Veränderung der Interozeption, den afferenten Schenkel verändern wir auch den efferenten Schenkel. Das heißt, wir verändern das Arbeiten an der Peripherie, verändern wir auch das vegetative Nervensystem oder das Output vom vegetativen Nervensystem. Mhm. Und eins noch, was du vorher auch noch gesagt hast, von wegen diese Empathiesachen und so weiter, das rennt auch über die Interozeption. Weil wenn ich jemanden anschaue und ich bin ein normaler, nicht psychotischer Mensch oder nicht ohne antisoziale Persönlichkeitsstörung, dann ist es immer so, dass wir in einem ganz, ganz kleinen Bereich, ohne dass es uns selber oder jemand anderen auffällt, zumindest nicht bewusst auffällt, dass wir die Mimik des anderen etwas nachahmen. Dieses Nachahmen
wieder durch Interozeption an unser Hirn melden und unser Hirn uns dann sagt, ah, traurig oder ah, lustig oder was auch immer. Und dadurch ich das in mir fühle, in meinem Gesicht fühle, weiß ich, wie es dem anderen geht und da kommen jetzt in den Bereich der Spiegelneurone rein. Okay. Ich würde gern kurz was einwerfen. Und zwar die Bemerkung, dass wir sehr viel über Hirnnerven sprechen und sehr viel über das autonome Nervensystem und über ein Funktionieren auf einer sehr tiefen, basalen Ebene. Und es ist super, dass wir da mehr und mehr darüber verstehen und dass das viel erklärt. Aber wenn es um Emotionen geht und wenn es um Social Engagement geht, dann ist es ganz wichtig, was auch die höheren Zentren in unserem Hirn tun. Und das vergessen wir oft dabei und versuchen das zu reduzieren auf Vagus oder Sympathikus. Aber in Wirklichkeit ist sehr vieles sehr viel komplexer. Stimmt, und da kommt dann auch das limbische System dazu. Genau. Aber das wäre so das Stück dazwischen, und zwischen dem Hirnstamm und dem Cortex oben. Genau. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es wichtig ist, diese Dinge wirklich aufzuspragen, damit man sie am Schluss die Einzelkomponenten hat, dann versteht man es leichter. Und das wollte ich nur kurz. Ja. Und Judith, ich weiß nicht, ob bei Autisten die Interozeption fehlt. Danke. Das kann ich nicht sagen. Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Die Birgit hat vorher geschrieben, sie hat ein, zwei Fragen. Ist da noch was übrig, Birgit? Nein, die hätte eigentlich eh, das waren eh schon die Fragen, die die Diana beantwortet hat. Ich habe mir gedacht, an der Stelle kann man nochmal Werbung für die TGO machen, weil man sozusagen mit der TGO im Prinzip nochmal zurück zur Polyvagalgeschichte ganz kurz eigentlich beide Möglichkeiten ansprechen können, nämlich wann wer im Freeze ist, wen sozusagen wieder, also im Grunde wen zu beruhigen, wen runterzuholen und genauso auch stimulierend zu arbeiten mit schnelleren rhythmischen Techniken. Und mit langsameren Techniken eher ebenso wie die Kranium und die Interozeption zu verstärken. Das wollte ich nur kurz sagen, was die Diana geführt hat. Ich freue mich schon auf den Mai-Kurs, Birgit. Da haben wir ja die GO, Seitlage und Bauchlage. Ja, wenn es wahr ist, dass wir im Mai einen Kurs haben, schauen wir mal. Ja, voll. Wir tun im Moment so, es könnte man nach Ostern wieder anfangen. Ja, super Strategie, Raimund. Perfekt. Ja. Wir müssen auf irgendeiner Basis planen. Ja. Und das ist einmal jetzt unsere Basis. Und wenn wir was anderes erfahren, werden wir weiter schieben und weiter tüfteln. Ich komme gerne im Mai. Fein. Soweit wir wissen, ist die WSO im Moment virusfrei. Ja, gut. Gut, gibt es noch was zum Thema Polyvagal-Theorie oder Vagus oder Social Engagement? Spiegelneuronen ist schon wieder ein ganz eigenes Kapitel, glaube ich. Ja, ich wollte jetzt auch nicht überstrapazieren. Gut. Ich bin voll zufrieden. Danke. Fein. Gerne. Ein Privatissimum. Anatomie und Physiologie des autonomen Nervensystems. Gut, wenn das Thema erschöpft ist, dann würde ich gern euch noch fragen um Feedback zu unseren Sendungen, die wir bis jetzt gemacht haben. Die erste Frage ist die, gibt es irgendwelche Themen, Regina, du fragst um einen Literaturtipp für die Polyvagaltheorie oder du hast einen Literaturtipp? Ich hab einen. Mhm, bitte. Das heißt, das ist von Deb Dana und das heißt die Polyvagaltheorie in der Therapie. Und das ist sind sehr praktische Übungen, einerseits zur Selbsterfahrung, aber man kann es durchaus mit Patienten anwenden. Könntest du den Autor noch tippen, damit wir die richtige Schreibweise haben? Bitte, super. Das Buch von Porges selber, das ist mehr so eine Sammlung von verschiedenen Artikeln. Als Buch finde ich es jetzt nicht so super.
Das kenne ich noch nicht. Das werde ich mir anschauen. Danke. Ja. Die Frage, danke, was beim Kiffen im Gehirn passiert, ist sehr interessant. Da gibt es sehr viel Literatur über veränderte Bewusstseinszustände. Aber was für uns vielleicht relevant ist, ist ein Artikel von McPartland, der über Cannabinoid-Rezeptoren im Hirn geschrieben hat und wie er meint, dass wir mit Osteopathie diese Rezeptoren beeinflussen können. Ich muss da mal schauen, ob du den Artikel kriegst. Jetzt abgesehen vom Kiffen ist das für Osteopathen vielleicht auch relevant. Über Neurologie weiß ich gar nicht so viel. Diana, kennst du da Studien? In Richtung Polyvagaltheorie, oder wie? Das Kiffen jetzt, ja, wir sind schon beim Thema Kiffen angelangt. Also, die letzten Abende sind wir immer beim Alkohol gelandet am Ende der Stunde und heute kommen wir zum Thema Kiffen irgendwie. Na, tut leid. Wer sehr früh, ein Autor, der sehr früh über Bewusstseinszustände und veränderte Bewusstseinszustände geschrieben und geforscht hat, ist der Charles Tart. Aber ich glaube nicht, dass das ist eher 30, 40 Jahre her, was er in dem Bereich gemacht hat. Damals gab es noch nicht so diese Neuroscience in dem Ausmaß wie heute. Aber es ist eine interessante Frage. Ihr könnt ruhig euer Mikro einschalten und Feedback. Danke, Birgit. Gibt es irgendwas, was man noch besser machen könnte? Irgendwelche Themen, die ihr euch wünscht? Irgendwelche Leute, die wir ansprechen könnten und einladen könnten für die nächsten Wochen? Also, ich wollte dazu nur sagen, ich habe es total toll gefunden mit Bruno, weil gerade in dieser Zeit, wo wir eigentlich alle so Social Distancing machen und uns aber trotzdem irgendwie über weite Strecken hinweg mit Menschen vernetzen, da hat das, finde ich, besonders was, wenn man jetzt aus einem anderen Land irgendwie einen Osteopathen hört. Und also ich habe das irgendwie auch von dem Aspekt her irgendwie sehr cool gefunden, abgesehen von dem, dass man der Bruno überhaupt auch viel rübergebracht hat, finde ich. Fein. Für nächste Woche habe ich den Michael Mulholland aus Sydney vor. Da werden wir die Tageszeit ein bisschen verschieben, aber das ist noch weiter weg dann. Sehr weit weg, ja. Wir werden versuchen, ob wir Verbindung kriegen. Noch Vorschläge, noch Dinge, die man besser machen könnte, anders machen könnte. Michi Bieberschick habe ich hier schon als möglichen Gast stehen. Meine letzte Frage an euch zu dem Thema. Ich hatte schon eine Umfrage vorbereitet, aber die ist jetzt wieder weg. Ich probiere es noch einmal. Also ich bin nicht mehr, ich bin... Diana, ich nehme dir den Präsentator wieder weg. Was? So, und jetzt zeige ich euch meine Umfrage. Die Frage ist, was findet ihr als bessere Zeit für den Beginn? Wir haben jetzt immer um 5 angefangen, wenn wir es doch damit jetzt sitzen nicht da haben und das ist, bevor man die Kinder abfüttert und ins Bett bringt. Einige Leute aus Deutschland haben gebeten, ob wir das nach hinten verschieben können. Könntet ihr kurz hier versuchen? Seht ihr die Umfrage? Ich sehe es nicht. Ausgeklappt habe. Vielleicht ist sie schon abgeschlossen. Ich probiere eine neue. Okay, schaut. Ich sehe es. Ich kann nur Umfrageergebnisse veröffentlichen. So, machen wir eine neue. Die ganze Sache ist natürlich auch für uns eine wunderbare Gelegenheit, da Systeme zu entwickeln und zu lernen, wie diese Systeme funktionieren. Also jetzt seht ihr offensichtlich was und könnt euch aussuchen, ob um 17 oder um 18 Uhr. Super.
Bitte nicht halb, halb. Okay. Gut, also wir wissen es nicht, wir werden es uns überlegen. Inzwischen haben die Deutschen, die vorige Woche noch gearbeitet haben, ja glaube ich auch schon Ausgangssperren und eh schon früher Zeit. Wir werden das überlegen. Wir haben einiges schon am Programm, unter anderem auch die Regina Novi, die eh heute auch da ist, für Dienstag. Und wir werden euch morgen wahrscheinlich ein fertiges Programm für die nächste Woche ausschicken und werden vielleicht wieder, was sagt ihr, vielleicht noch eine kurze, noch kurzes Statement zu diesem kleinen Format, wo man auch was sagen kann. Ist das interessant? Sollen wir das wieder machen, obwohl dann nur 13 Leute kommen und nicht 60 oder 100? Was sagt ihr? Obwohl man keine Folien dann hat, weil das Thema eher improvisiert ist. Auch ein gutes Format. Also ich finde das gut, weil ich habe mich auf die Zeit gefreut. Beim okay. Anfang schon. Also kurz ein bisschen ein Input zurück. Ja, also mehr sein. Mhm. Bis zu 40 Leute müssen das aushalten und wir werden nächste Woche kriegen nächste Woche eine Erweiterung unseres Internetanschlusses, dann sollte noch mehr möglich sein. Gut. Ja, schaut, dass ihr ein Headset habt für die nächsten Male und das funktioniert, das ist oft ein Problem. Und wir müssen jetzt schauen, dass die Diana immer dabei ist, wenn es um anatomische Fragen geht. Diana, schaut's aus? Bist schon viel geblieben nächste Woche? Ich bin relativ viel zu Hause derzeit, also es könnte sein, dass ich Zeit habe. gut. Super. Noch irgendwas, das irgendwer sagen will? In Oberösterreich gibt es voll das gute Bier, Freistädter Biozwickel zum Beispiel. Mhm. Und die Frage ist nur, wie kriegen wir das über eine Online-Schaltung nach Wien? Ja, das war's gar nicht. Aber ich habe jetzt ganz getrunken. Okay. Wo? In Oberösterreich oder da wo? In Oberösterreich bin ich gerade. Okay. Mhm. Aber danke für diese Plattform. Ich finde das gut. Fein. Danke für deinen Beitrag heute und für das Thema. Ja, gerne. Ich finde das super und danke, Diana. Das Thema Spiritualität in der Osteopathie, das heben wir uns auf, das ist ganz spannend. Wer hatte das vorgeschlagen? Das hat die Prinz Stefanie gemacht. Ja, die ist nicht mehr da. Vielleicht hätte sie auch eine Idee für einen Gesprächspartner gehabt. Muss ich überlegen, wen man da einladen könnte. Gut. Noch irgendwas von irgendwem von euch? Passt. Dann danke fürs Kommen. Schönen danke. Abend noch. Ich hoffe, wir hören und sehen uns demnächst an einem Abend und hoffentlich bald wieder auch live und ohne Social Distancing. Danke. Danke sehr. Baba. Danke.